Jo, herzlich willkommen zu Ollis kleiner bzw. großer Plektrum-Kunde. Und ich habe mir mal gedacht, wir werden so oft im Verkauf gefragt, ey, was habt ihr eigentlich für Picks oder was spielt ihr denn für Picks oder hast du mal einen Pick oder so weiter, dass ich mir mal überlege, welche Parameter sind eigentlich wichtig, wenn es darum geht, was für ein Plektrum spiele ich. Ich meine, die Frage ist klar, viele von euch spielen auch vielleicht mit den Fingern, aber im Plektrum hat man natürlich ein paar Möglichkeiten, die man mit den Fingern nicht hat. Zum Beispiel dieses schnelle Wechselschlag-Ding funktioniert mit den Fingern natürlich nicht so gut. Außerdem klingt jedes Plektrum natürlich auch ein bisschen verschieden. Ne? Und wenn man sich da mal so die drei wichtigsten Grundunterschiede von Plektren anschaut, dann geht es natürlich um die Form, ist ganz klar, dann um das Material und um die Dicke. Ne? Und wenn man mal jetzt sich so ein bisschen auf die Dicke spezialisiert, dann finde ich, hat man da sofort auch einen Klangunterschied. Ne? Ich habe mir jetzt hier zum Beispiel mal ein dünneres Dunlop geholt, das ist jetzt 0,6 mm. Das klingt jetzt natürlich höhenreicher. Ja? Als beispielsweise das gleiche Plektrum als 0,88er. Ja? Oder als 1 mm Plektrum. Ja? Nochmal das dünnere oder vielleicht ein ganz dünnes hier. Was jetzt natürlich auffällt, ist, dass ich mit einem dünneren Plektrum viel weniger die Möglichkeit habe, der Saite viel Energie zu geben. Das kann gut sein und das kann schlecht sein. Das muss man sich jeweils überlegen für die eigene Spieltechnik. Und das ist im Prinzip auch der allerwichtigste Punkt. Wenn ich jetzt mal hier schaue, was ich hier für Plektrum hingelegt habe, dann sieht man natürlich, es gibt zum einen natürlich verschiedene Formen, das ist klar, die liegen dann natürlich unterschiedlich in der Hand. Das kann mal größer sein, auch mit drei Ecken. Ja, das gibt auch natürlich das berühmte Jazz 3, was sehr, sehr klein ist. Und natürlich die bekannteste Form ist so diese Tränenform, wo es dann auch unterschiedliche Materialien von gibt. Und da ist natürlich immer die Frage, was liegt mir am besten in der Hand? Ne? Ich meine, bei mir macht wirklich schon sehr, 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 sehr großen Unterschied vom Spielgefühl her, ob das wirklich in der Hand verschmilzt oder ob es zu klein ist oder zu groß ist. Das sind so Geschichten, die wirklich bei der Plektrumwahl wichtig sind und vor allen Dingen der Sound. Ja? Und natürlich ganz, ganz, ganz wichtig, wenn man schon so Richtung Wechselschlag geht, ich kann euch das gerade mal im High Gain zeigen, wie zum Beispiel ein dünneres Plektrum klingt. Ich nehme jetzt mal so ein gelbes Tortex 0,7, ja, im Prinzip hier. Und dasselbe als 1,4er. Und dann noch ein härteres, vielleicht ein 1,5er. Man hört natürlich, dass je dicker das Spektrum ist, je weniger Höhen am Start sind, aber desto mehr habe ich auch die Möglichkeit, in die Saiten zu graben. Ja, das ist genau die Geschichte, wenn nämlich die Spitze dicker ist und das geht bis ungefähr 2 oder 3 mm zum Teil bei Plektren, dann flutscht die Saite natürlich runder um die Plektrumspitze herum. Wenn ich ein dünneres Plektrum habe, dann gibt das Plektrum mehr nach. Ja, wenn man das mal auf den Seiten sieht, wenn ich zum Beispiel jetzt ein sehr dünnes Plektrum nehme, ich nehme nochmal ein 60er zum Beispiel, dann sieht man richtig im Schlag oder im Wechselschlag, dass das Plektrum natürlich sehr stark nachgibt. Das heißt, ich kann so Sweep-Geschichten schlechter erledigen, weil das Plektrum einfach sehr, sehr nachgibt. Deswegen habe ich auch bei so Gitarristen, die das halt sehr, sehr featuren, oft sehr harte Picks, ne, wo dann hier. Das ist einfach so, dass die Saiten dann über so ein dickes Plektrum besser flutschen. Das heißt, ihr müsst euch natürlich überlegen, was will ich für einen Sound? Ist klar, hängt von der Dicke ab. Wie will ich die Saite, dass sie um die Kuppe herum flutscht? Welche Form brauche ich und welches Material? Und da geht es nämlich schon los. Es gibt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mal das 1,5er nehme, das ist mein Lieblingsplektrum als Gator Grip, gibt es dasselbe nochmal als Delrin zum Beispiel oder auch als Ultex, da ist es das härteste oder vielmehr das brillant, das klingendste. Und wenn man sich die dreimal verschieden anhört, das ist schon unfassbar, was das für einen Unterschied macht. Ich gehe gerade mal von dem Grünen hier. So, jetzt liegen sie auf meinem Knie, sorry. Thank you.
Gehst mal auf das Delrin, ja? Es ist sehr, sehr viel dumpfer, ja, hat sehr viel mehr Mitten und das Urtext ist am hellsten. Und was ich jetzt im direkten Vergleich schon spüre, ist, dass ich zum Beispiel mit dem Ultex viel, viel leichter um die Saiten herumkomme, ja, und dass es auch gleichzeitig heller klingt. Ja, und das sind alles so Parameter, die man sich beim Plektrum oder beim Plektrum-Suchen wirklich überlegen muss, wie man es haben will. Und dann bleibt man automatisch bei dem Pick kleben, was man am liebsten hat. Und bei mir ist es jetzt in dem Fall das 1,5er. Ist auch die Frage, wie groß ist es? Ne? Weil manchmal ist dann die Spitze, wenn man zum Beispiel ein bisschen größeres Pick in Fingern hat, dann fällt es ein bisschen schwerer, so mit dem Daumen zu spielen, finde ich, dass man so diese typischen Ich habe jetzt also mehr Spitze und wenn ich jetzt ein etwas kleineres nehme, wie zum Beispiel diese 1,5er Gator Grip, dann kriege ich gleichzeitig ein bisschen mehr Fleisch an Haken. Ja? Ja, ist natürlich so, dass ihr natürlich bei uns im Laden das auf jeden Fall vergleichen könnt und dann müsst ihr wirklich auf die drei Parameter achten: Form, Dicke und Material.